Klick auf Plus Levels in 3, 2, 1, piep. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels und wir legen direkt da los, wo wir letztes Mal aufgehört haben und das war bei dem sehr, sehr schönen Level von Barberschatten und wir machen dementsprechend weiter bei Bergie 1 Weihnachtsadventure. Von Josie Wrangle, Rex Turtle Rattle und er schreibt, hey Bergie, oder sie schreibt, das ist mein erstes Level, Bauzeit circa 4 Stunden. Es ist ein kleines Weihnachtsadventure, ich hoffe es gefällt dir, PS, du bist der beste, lieben Gruß von der Josie. Lieben Gruß an dich zurück und, ui, das sieht aber schon sehr, sehr schön aus. Marie, ich gehe die Post holen. Oh, was ist das? Ein Brief vom Weihnachtsmann? Moment, unten stand auch noch was. Mit den Kindern? Ja, die Kinder sind vermutlich sind die mit der Post geschickt worden hier. Oh, was ist das? Ein Brief vom Weihnachtsmann? Lieber Tim, du musst sofort kommen. Wir haben ein großes Problem. Wir brauchen deine Hilfe. Gezeichnet der Weihnachtsmann. Oh nein, ich muss ihm helfen. Schnell zum Nordpol. Oh, Tim, da bist du ja endlich. Oh, guck mal, das ist vermutlich Tony hier. Ein gestohlener Elf hat alle Geschenke gestohlen. Du musst sie zurückholen. Okay, Santa. Oh nein, die Rentiere sind auch verschwunden. Rudolf, Dasher, Dancer. Prancer, Vixen, Comet, wie heißt denn wir? Cupid, Donner und Blitzen. Stimmt. Was ist denn? Cupid? Hieß einer Cupid? Was ist denn mit. Habt ihr Rudolf überhaupt? Natürlich, okay. Schnell. Was? War auch richtig oder nicht? Nein, Weihnachtsgeister. Die Rentiere waren das. Ich war einfach nur aus dem Konzept gerade, weil ich Wixen gesagt hatte. Jetzt ist es raus. Schnell! Ja, eben. Hab ich ja gerade gesagt. Das habe ich aus dem Konzept gebracht. Schnell! Es kann doch nicht so weit sein. Folge ihm mit dem Schlitten. Okay. Ganz schnell. Oh Gott! Einfach draufspringen, aber nicht zu weit. Oh nein! Schlitten! Okay, es hat alles geklappt. Okay, du hast es geschafft. Da vorne ist er. Okay, der Schlitten bringt uns gleich um. Da sind die Geschenke. Oh nein! Oh Gott. Oh nein, sie haben mir Bergmann geschickt. Da gebe ich lieber gleich auf. Moment mal, ist er weggegangen. Nimm die Geschenke und die Rentiere, aber lass mich in Frieden. Du hast es geschafft, Bergie. Es geht allen gut. Zum Glück, du hast nun einmal mehr Weihnachten gerettet. Yay! Was macht denn da oben das Rentier? Sieht ein bisschen dirty aus. Pinkelt das etwa gerade? Weiß es nicht. Frohe Weihnachten. Danke fürs Spielen. Bitte Bewertung nicht vergessen. Oh, Mann. Liebe Josie, was für ein tolles Level. Wirklich. Ein richtig, richtig tolles Level. Das hätte ich das gesehen. Das hätte ich super gerne an Weihnachten gespielt. Gibt von mir natürlich eine knallharte 1+. Fand ich wirklich richtig schön gestaltet. Gerne, gerne mehr davon. Wir machen weiter mit Bergie Altstadt von Elias und er schreibt, hey, danke, dass du ihr mein Level spielst. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Das Wichtigste steht im Level und dann wünsche ich viel Spaß bei Herr Bergmann, Altstadt oder Altsack. Ich bin mir gerade nicht sicher. PS, falls das Level laggt, liegt das an dem Auto. Okay, wir gucken mal rein. Leute, was ist das heute für eine Folge? Hey und willkommen, ich bin Elias und das hier ist mein erstes Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir, da ich ca. 8 Stunden daran gesessen und mir sehr viel Mühe gegeben habe. PS, Level ist nicht geklaut. Ich habe es nur unter Herr Bergmann schon einmal eingereicht. PPS, viel Spaß. Vielen lieben Dank. Du bist mit deinem imaginären Sohn in der Stadt unterwegs und willst nach einem Obstladen sehen. Doch dann... Also sorry Marie, magst du mal ganz kurz... Du musst dir das mal kurz angucken. Nur mal kurz rüber luschern. Du musst ja nicht in die Webcam. Aber schau dir mal bitte an, wie toll das aussieht. In Happy Wheels. Du musst dir vorstellen, Happy Wheels zu malen, ist, glaube ich, in etwa so wie in Paint zu malen. Es tut mir leid. Ich muss es kurz Marie zeigen. Guck mal, siehst du das hier? Du hast ja durchaus ein Auge für Kunst, sagt man dir nach. Das sieht doch richtig, richtig toll aus. Das ist, ja. Also, stell dir vor, du malst sowas in Paint. Ja. Also, na gut. Also wirklich toll. Mist, eine Baustelle. Es geht wieder weg. Eine Baustelle versperrt den Weg. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Das heißt, vielleicht die Treppe hoch? Tricky. Oh Gott! Nein. Keine Gewalt hier in diesem Level. Das ist ein Level, das wir gewaltlos schaffen müssen. Oh Gott! Okay.
Oh Gott, nein! Oh Gott. Ah, oh Gott. Ah. Okay, alles gut, alles gut. Wir sind über der Baustelle. Bergis Fruchtsalat. Oh nein, Andi klaut deine Ware. Tu etwas. Oh nein, er will abhauen. Hey, hey. Nicht abhauen. Huh? Andis hässlicher Transporter. Hey, ich bin Andi. Also vor allem Häseligas. Tut mir leid, ich habe mich da leider versprochen. Oh, hier muss ich runter? In die, okay. Was? Warum ist im Brunnen kein Wasser? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Okay, vermutlich geradeaus, oder? Fortsetzung folgt. Wirst du es schaffen, Ananas an die Beute zurückzuholen und ihn zum Rechenschaft zu ziehen? Das erfährst du im nächsten Teil von Herr Bergmann Altstadt. Alter Schwede. Mann! Alter, ein richtig, richtig tolles Level. Ich bin sprachlos. Ich kann es gerade echt nicht sagen. Wenn ein Level so aufwendig gezeichnet ist, dann wirkt es einfach überhaupt nicht mehr wie Happy Wheels. Es ist echt so, als hätte jemand sich da irgendwie hingesetzt und ein richtiges kleines Spiel gebaut. Und das finde ich immer so richtig toll. Ich habe es in der letzten Folge am Ende schon erwähnt, falls ihr es nicht gesehen habt, dass ich mir mehr davon wünsche. Mehr von Spielen, mit denen wir viel mehr interagieren können, als beispielsweise bei einer Runde Bad Wars oder Minecraft, die ich ja aufnehme, ohne dass ihr jetzt aktiv die Chance habt, dabei mitzuspielen. Auch wenn wir es natürlich schon ein paar Mal probiert haben. Also schaut euch gerne nochmal das Ende der letzten Folge an. Das war eigentlich sehr wichtig. Also zumindest war mir das sehr wichtig. Elias, ein traumhaftes Level. 1++++ mit Sternchen. Ich hoffe, du bist nicht frustriert gewesen, dass ich das erst jetzt spiele und hast dich dementsprechend vielleicht nicht am zweiten Teil versucht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch noch einen zweiten Teil machen würdest. Weil das war wirklich richtig, richtig toll. Auch von der Story, von allem. Und genug des Lobes. Wir machen weiter mit Bergi 1 von Ennis Ball. Steht alles im Level. Okay, schauen wir mal rein. So, hallo Bergi, das ist mein erstes Level. Es ist ein Hindernislauf. Bitte bewerte das Level in Schulnoten. Viel Glück. Slow Part, es ist machbar. Okay, oh Gott. Dieses, oh Gott, das habe ich mir auch in irgendeiner ganz komischen Phase angewöhnt. Es tut mir leid. Oh Gott. So, ich entschuldige mich auch sehr oft. Ich dachte, jetzt im Neujahr können wir mal über so ein paar Themen reden. Aber wenn ich mir so... Ich habe letztens zum Beispiel mal, als ich versucht habe, ein Best-of zu machen, also ein Jahresrückblick, ist mir mal so ein paar Sachen aufgefallen. Wie zum Beispiel, dass ich sehr, sehr oft, gerade bei Happy Wheels, sage, es tut mir leid. Und, oh Gott. Aber irgendwie habe ich hier auch gerade vor allem so ein kleines Problem. Kann ich auch erst irgendwie den Kopf runter machen? Ah, jetzt habe ich Timmy losgelöst. Vielleicht müssen wir auch einfach durchheizen. Wir probieren es mal. Zu viel dazu. Ey, wieso? Was mache ich denn falsch? Oh, okay. Yes, baby. Okay, Harpoons? Nein, bitte kein Harpoon. Oh Gott. Äxte? Okay. Alles ist möglich. Nichts geht mehr. Oh, oh, okay, okay, okay. Ich hoffe, dir hat das Level gefallen. Vergesst nicht zu bewerten. Oh, was freue ich mich, dass wir es trotzdem noch geschafft haben. Ich finde es immer schrecklich, wenn wir ein Level abbrechen müssen. Aber wir haben es ja doch noch geschafft. Vielen, vielen Dank für das Level, lieber Ennis, Ines, was ist das für ein Name? Ennis? Der sagt mir gar nichts. Nee, mit E? Ennis? Vielleicht ist auch einfach ein Nickname. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank an das Level. Wir schauen nochmal rein bei Bergi 1 Indiana Jones von Elite Wookie. Da treffen sich übrigens die ganzen Wookies, von nicht Elite-Partner, sondern die etwas behaarteren Leute, die treffen sich bei Elite Wookie. Ich weiß das, denn ich bin dort auch. Hey und willkommen, das Level ist für Herr Bergmann und in diesem Level versucht ihr als Dr. Henry Jones Jr. die Arche zurückzugewinnen. Ui. Leute, ich glaube, heute ist die Folge der schönen Level. Der zauberhaft, oder sagen wir zumindest, der toll gezeichneten Level. So, ich habe eine Klappe, wir stürzen auf die Story. Los, los, Dr. Jones! Sieht so ein bisschen aus, also wenn man die Arche oder die Bundeslade, was meinst du? Wir retten die Arche? Ne, die ist doch die Bundeslade. Genau, die Arche, hast du dich da verschrieben? Es war nie die Arche, es war die Bundeslade. Und dafür hast du das sehr, sehr gut umgesetzt. Ein bisschen, ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich traurig, auf eine positive Art und Weise, dass es jetzt schon so schnell vorbei war. Ich guck nochmal schnell, zack. Dann haben wir die Bundeslade, ich hab auch schon Arche gesagt.
Ah, sehr, sehr toll. Also auch dafür muss ich dir einfach, huch, zu wenig Speicherplatz. Oh, oh, ich hoffe, ihr bricht gerade nichts ab. Muss ich dir eine 1 geben. Ich muss aber auch gleichzeitig die Folge jetzt beenden, weil ich offenbar keinen Speicherplatz mehr habe und ich Angst habe, dass gleich die Folge komplett für den Eimer war. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank für diese wunderschönen Level. Also wirklich, der Hammer. Ich muss zum Ende kommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.